Hallo, ich bin die Francesca Pane. Ich bin darstellende Künstlerin in Ingolstadt seit 2002. Ich mache Theater, ich singe, ich schreibe Stücke, mache den regionalen Jugendfilmabend und jetzt dann auch zum ersten Mal in diesem Jahr den ersten regionalen Filmabend. Ich habe mich in diesen Prozess mit eingebracht, weil mir ein Kulturhaus in Ingolstadt sehr wichtig ist. Ein Kulturhaus, in dem es eine Bühne gibt, in dem mehr als 100 Plätze zur Verfügung stehen fürs Publikum, was eben ein Multifunktionshaus ist, eben auch für Vernissagen, Konzerte und so weiter und so fort, für alle freischaffenden Künstler in Ingolstadt. Ich danke der Stadt Ingolstadt, dass sie diesen Prozess ins Leben gerufen hat, denn es war einfach lange Zeit schon nötig, dass wir das gemacht haben, und deswegen möchte ich mich herzlich dafür bedanken.